Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Freunde. Ja, soll ich sagen, beim letzten Schritt sind wir ja ein Stückchen näher gekommen an unsere Montage-Leitsysteme. Für den Abschluss der Phase 4. Ich habe drüben jetzt, wie wir es beim letzten Mal gezeigt haben, dann dementsprechend auch noch alles aufgebaut. Und wir stellen jetzt hier zweimal Platinen her, das heißt 15 die Minute. Und die werden rüber geliefert. Das habe ich jetzt hier in der Hauptbase gemacht, keine Ahnung, ich wusste nicht mehr wohin damit. Das Ganze wird hier einmal verbunden. Geht von dem Band runter. Läuft hier rein. Und hier läuft es wieder raus. Also alles ganz unkompliziert. Gut. Als nächstes müssen wir dann ja Richtung Richtung Montage-Leitsystem kommen. Beziehungsweise Funksteuereinheit. Das ist ja der nächste Schritt. Danach. Wir brauchen Aluminiumgehäuse. Die lasse ich definitiv hinliefern. Wir brauchen Computer. Die haben wir hin. Das heißt, wir stellen zweimal das Ding hier auf. Das heißt, wir brauchen noch 3,75 Quarzdestillatoren. 2,5. So rum. Quarzdestillatoren. Wir brauchen 120 Aluminiumgehäuse. Das ist alles kein Problem. Computer. Wir brauchen 80 Aluminiumgehäuse. Und 2,5 Computer die Minute. Und dann kriegen wir pro Minute 2,5 Funksteuereinheiten raus. Ist ein krasser Schritt. Wir müssen jetzt aber erstmal... Oh, jetzt hatte ich es. Die Quarzdestillator machen. Die würde ich im normalen Rezept machen. Das heißt, wir müssen jetzt Quarzkristalle rüberbringen, Kabel und verstärkte Eisenplatten. Davon stellen wir eigentlich genug her. Und das würde ich einmal ganz gerne auf einem... Ja, wie heißt das so schön? Auf einem Sushi-Belt rüberbringen. Und wir müssen das mal ja natürlich irgendwo starten. Das machen wir am besten direkt mit dem MK5-Band. Wir könnten es ja auch mal wieder hier lang führen. Und starten das Band hier einfach schon mal. Dass wir einfach schon mal das ein bisschen hier lang ziehen. So. Also wir brauchen Quarzkristalle. Die kommen hier ganz hier hinten an. Flupp. Da kommen sie an. Irgendwie ist das ganz schön in den Stock geraten, kann das sein? Wieso stockt das? Ich habe das nur mal noch mal ein bisschen erhöht. Da kommen aus meiner Sicht viel zu wenige an. Ich habe jetzt... Hier gehen sie weiter, hier gehen sie weiter. Dann werden sie produziert. Gut, sie gehen ja aktuell in Überschuss. Wir machen es erstmal. Zur Not muss es im Nachgang erhöhen. Ich dachte, wir stellen 42 Kristalle her. Die Minute. Ja, mal gucken. So, müssen wir einmal jetzt hier durchwurschen. Zum Glück sieht man das nicht auf Dauer. Ne? Dieses ganze komische Band hier. Dann machen wir uns hier einen Splitter. Doch blöd aus. Kann ich den Splitter hier noch vorbauen? Irgendwie. So sieht das schicker aus. Ja, dann einmal bitte nach oben. Dann kannst du doch gleich wieder. Ah ne, wir können es ja erstmal hier lang führen. Geht das so? So, hier runter.
Und dann dementsprechend hier rüber. So, ein Fusionator auf das Band bitte. Okay. Dann haben wir Kabel gebraucht. Kabel kommen. Wo raus? Ach du Schande, ey. Das blickt man doch irgendwann nicht mehr. Irgendwo, die Kabel müssen doch relativ am Anfang sein. Platten, das, das. Ah, hier sind die Kabel. Boah, wie kriege ich den am besten noch durch? Wo kommen die denn lang? Hier könnte ich sie gut durchziehen, ne? Hier könnten wir einen Splitter reinmachen. Das? Das war ein Fusionator. Doch, wir brauchen einen Fusionator, klar. Wo gehst du da nicht rein? Ach, das Band ist falsch rum. Ich habe hier einen Fusionator eingebaut. Brauche ich da einen Splitter? Dankeschön. Gut, dann gehst du auch schon mal mit auf das Band. Da staut's natürlich jetzt erstmal schon mal. Gut, was war's noch? Manufacturer. Unverstärkte Eisenplatten. Stimmt. Die sind aber auch hier drüben. Oh mein Gott. Aber die könnte ich mit auf das Band hier legen. Wenn ich das gut hinbekomme. Wo kommen die verstärkten Eisenplatten? Die sind hier. Die kommen hier rauf. Ja, es funktioniert zumindest. Ja. Okay, Aluminiumgehäuse sollten wir auch noch mit draufbringen. Da brauche ich ja 120 Minuten, das heißt, wir könnten die vielleicht ja mit auf das Band hier bringen. Wenn ich hier einen intelligenten Splitter reinmache. Rechter Ausgang. Aluminiumgehäuse. Ja, sehr schön. Kommen die auch schon mal hier an. Geil, haben wir alles auf einem Band, dann müssen wir das alles nur noch später trennen. Dann müssen wir nur noch das Band jetzt rüberbringen. Oh, Leute, das ist echt... wird knackig. Oh mein Gott, ey.
Jo, wie machen wir das jetzt? Erstmal müssen wir wieder wechseln. Was? Jung. Du störst mich dabei jetzt schon. Geh weg. Dann können wir das so mit rüberbringen, oder? Ja, das sollte gehen. Das sollte noch einigermaßen gehen. Na komm, komm. Komm wieder rein. Yes. Na komm. Du willst es doch auch. Spieler ist im Weg. Spieler ist im Weg. Ach, Gott sei Dank. Holy shit. Ist noch ein ganz schöner Weg, ne? Lass mich durch. Ich bin Arzt. Das ist ätzend. Vielleicht muss ich mich demnächst wirklich noch mit Zügen beschäftigen. So langsam, aber wir sind gleich da. Wird's echt übel. Na kommt schon. Wow! Was war das denn für ein Boost? Oh mein Gott. So, hier müsste das Bild dann ankommen. Oh mein Gott, ist das ätzend. Ist zwar jetzt alles sogar ein bisschen durcheinander. Anscheinend stürzt das Spiel auch nicht.
So. Wir sind finally angekommen. So, hier hatte ich schon 3 Stück aufgebaut. Quarzkristalle, Kabel, versteckte Eisenplatten. Oh, da kriegen wir Quarzdesertron. Hier habe ich den auf 100% laufen und hier habe ich extra die Taktrate mal 50% gebaut, gemacht, weil wir nicht mehr so viele brauchen. Gut. Das heißt jetzt aber auch, wir brauchen Durchbrüche, ne? Mache ich das oben rum? Wir brauchen nur 3 Eingänge, ne? Das ist ja auch mal schön. 1, 2, 3. Ja, wisst ihr, was wir die ganze Zeit nicht gemacht haben? Auch schon in der letzten Folge nicht? Ja, es fehlt Draht. Unser Mam. Wir haben doch hier unten überall Draht. Wo ist denn mein Draht hier? Gib mir mal ein bisschen was bitte. Oh, 6 Inventory Slots. Motor und stahlbeschichtete Platten. Die Platten interessieren mich aktuell nicht. Der Motor auch nicht so. Aber die Inventory Slots. Jetzt haben wir auch keine Festplatte mehr. Cool. Haben wir mal 6 Slots frei. Gut, fangen wir mal mit dem ersten Spaß an. Spaß. Eins. Zwei. Drei. Ach, ihr Lieben. Oh, muss mal ganz kurz. Oh, nicht richtig hinsetzen hier. Ah, fuck. Jetzt brauche ich auch intelligente Splitter, ne? So. Vorne. Alles Unbestimmte. Rechts. Machen wir Quarzkristalle. Und Quarzkristalle gehen raus mit einem Splitter. Die sind falsch rum. So ein Mist aber auch. Verbindet der sich gleich komplett? Sekunde mal. Erstmal machen wir das Band hier lang. Zu früh abgebogen. Okay, cool. Die Quarzkristalle führen ja schon mal lang. Alles klar, cool. Cool, cool, cool. Es fehlen Eisenplatten. Du ahnst es nicht. Das sieht natürlich bescheiden aus hier, ne? Ich meine, so sieht's cool aus.
Aber das war's dann halt auch. Oh mein Gott, ist das ätzend, ey. Ich meine, du könntest wahrscheinlich alles in einer Megafabrik machen, aber im Prinzip ist das ja hier eine Megafabrik. Das müssen wir ja irgendwann auch noch zumachen. Ja? Aber ich will halt irgendwann auch... Ich glaube, hier könnte man schön einen riesen Bahnhof hinbauen. Das Ding ist, wir haben ja von der Karte her auch, glaube ich, noch nicht ganz so viel erkundet. Vielleicht ein Drittel. Würde ich jetzt mal sagen. Was hat uns gerade noch gefehlt? Draht, ne? Auch nochmal... Einmal Eisenstangen mit und einmal Draht. Sonst haben wir, glaube ich, von allem so ein bisschen was. Ja, machen wir erstmal. Wir wollen weiterkommen. Ein Punkt nach dem anderen abschließen. Vielleicht schaffen wir es ja zumindest Richtung Funksteuereinheiten schon zu kommen. Das hoffe ich mir zumindest heute. Und dann kann man, wenn die gebaut werden, diese Funksteuereinheiten. Boah, das wäre ja schon mal big, weil dann können wir nämlich weiter forschen. Die fehlen ja aktuell. Und Pust. Wo war ich hier? So, auf der Höhe. Passt das? Ja, passt perfekt. Wie angejossen. Jetzt muss ich nur ganz kurz eine Werkbank machen. Ich muss nochmal zwei von diesen KI-Begrenzern bauen, wie ich ein intelligentes Splitter bauen kann. So, dann machen wir hier noch einen rein. Rechter Ausgang hatten wir Kabel. Cool, okay, Kabel werden auch eingeführt. Gut, dann fehlt noch... Und das letzte. Was war denn das letzte? Nein, falsch. So rum. Was war das letzte? Kabel, Kabel, Kabel. Ich sehe es noch nicht. Verstärkte Eisenplatte, ne? Ja. Verstärkte Eisenplatten. Rechts. Verstärkte Eisenplatten. Oh mein Gott, wir stellen Quarz, das ist ja toll hier. Moment, und hier machen wir schon mal einen Förderband-Fusionator rein.
KI-Begrenzer. Dann Mist aber auch. Lass uns schon mal den Überschuss wegkriegen. Machen wir so. Machen wir erstmal auf hässlich. Können wir später alles nochmal umbauen. Nur, dass das hier erstmal durchläuft. Überschuss. Ja. Jetzt läuft's durch. Sagt er nichts. Oh yeah. Oh, das füllt sich aber noch sehr, sehr langsam. Das hier mal ein bisschen erweitern. Dass wir hier einen Container hinstellen. Geilo, 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 sie werden hergestellt. Cool. Okay, dann bräuchten wir zwei von den Dingern nochmal. Das wäre der nächste Schritt. Der Baum da unten stört. Ha! Nein, 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 nein. Und Funksteinheiten, Quasi-Sensoren, Aluminiumgehäuse, Computer. Das kriegen wir doch noch hin. Uns fehlen jetzt nur die Rahmen. Fehlt uns sonst noch was? Strom nehmen wir von hier. Förderband Splitter. Das funktioniert so nicht. So besser? Ja, so ist besser. Oh, da kommen sie. Gut, holen wir mal schnell mal ein paar Rahmen. Und dann machen wir das Ding noch schnell fertig. Dann müssen wir eigentlich alles da haben. Oh, ist das geil. Oh, und dann stellen wir die Dinger her, dann können wir hoffentlich bald auch die nächste Stufe wieder erforschen. Funksteuereinheiten. Nicht viele. Oh mein Gott, leck. Ich würde sie auch erstmal nicht in die Base bringen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie überhaupt brauche als Einheit. Also, als Lagereinheit. Was brauche ich? Schwere Rahmen, ne? Oh, bin ich froh drüber. Bin ich wirklich, wirklich froh drüber, wenn wir das haben. Wir haben jetzt Computer da zweimal. Die Aluminiumgehäuse. Und die Quarzdestillatoren. Wir haben eigentlich alles da.
Ob es jetzt in ausreichender Masse produziert wird, weiß ich nicht. Kann ich mir sogar fast schwer vorstellen. Muss man ja mal bedenken, dass da... Oh Gott, kommen wir rüber? Boss. Zack, und bauen. Was ist hier kaputt? Oh, wunderbar. Funksteuereinheit. Also wenn wir das bauen, stellen wir 5 Stück die Minute her. Das finde ich schon stark. Gut, den Rest machen wir von unten. Das bedeutet Logistik. Zack und zack. Zack und zack. Förderband MK1. Stromi. Ja, machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Dass wir hier einen Container hinstellen. Wo das dann alles reinfließt und wir es dann später das Ergebnis angucken können, ne? Und so weiß ich zumindest, wenn ich das irgendwann umbauen muss, was ich da alles drin haben muss. Gut, die... Metallgehäuse kann erstmal weg. Hier müssen wir noch kurz ein paar Dinger ranbauen. Nicht viele, nur so ein paar. Dann bräuchte ich hier einen MK1 Lift. Muss ich doch nochmal was hier rüber bauen. Einen Splitter. Ja, wo ist der? Hier ungefähr, ne? So, Überschuss rechts. Aluminiumgehäuse. Wieso nicht? Eingang, Ausgang, Ausgang. Achso, Überschuss. Überschuss. Ja, perfekt. Die Computer mache ich, glaube ich, doch von oben. Lass uns die hier oben langlegen. Welche habe ich jetzt genutzt? Die zwei. Nee, brauche ich hier nicht. Förderband Splitter.
Computer. Oh, ist das schön. Da kommen die Computer. Ja, wir haben Quarzdestillatoren drin, jetzt kommen die Computer und wir stellen Funksteine an. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Das ist meine Kette gewesen. Die macht mich wirklich, wirklich, wirklich fertig. Also das muss ich ja sagen, ist wirklich ein Brett. Aber cool, dann haben wir die Funksteineinheiten. Das lasse ich ein bisschen laufen, einfach damit es ja, sich etabliert und dann wir beim nächsten Mal forschen können. Ich hoffe, ich habe euch alles genug gezeigt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.